Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und heute schauen wir uns mal wieder einen Glaubenssatz an, der eventuell auch dich immer noch limitieren kann. Und zwar, ich habe kein Talent. Mischa, ich bin einfach nicht talentiert. Ich habe nicht das Talent, das andere Leute haben. Mischa, für dich ist es einfach zu sagen, ich soll meinen Träumen folgen, mich selbst verwirklichen, aber das kann nicht jeder. Ich habe einfach kein Talent. Wenn du das immer noch glaubst, dann bleib jetzt dran, denn dieses Video ist für dich. Alright, schauen wir uns diesen Glaubenssatz mal genauer an. Gibt es wirklich Leute da draußen, die kein Talent haben? Wenn du meine persönliche Antwort dazu hören willst, dann sage ich ganz klar, nein, es gibt keine Leute da draußen, die kein Talent haben. Und genauso wenig gibt es Leute da draußen, die Talent haben. Weil ich gehe sogar noch eine Stufe weiter und sage, dass Talent eine Illusion ist. Es ist überbewertet. Und warum sage ich das? Weil ich immer wieder höre, dass Leute sagen, jemand hätte Talent, wenn diese Person ihre Arbeit richtig gut macht oder einfach ein supergeiles Ergebnis abgeliefert hat. Und wenn du mal versuchst, jetzt zu reflektieren, dann wirst du diese Phrase, diese Floskel schon sehr oft gehört haben. Wahrscheinlich sogar schon in deiner Kindheit. Vielleicht hat deine Mutter sogar schon mit dem Finger auf ein anderes Kind gezeigt und gesagt, wow, der hat aber Talent. Oder in der Schule kriegst eine gute Note zurück, Mann, du bist aber talentiert. Selbst heute noch im Arbeitsverhältnis, bei der Arbeit wird immer wieder gesagt, wow, der hat aber Talent, das ist definitiv Talent hier. Und was sagt das überhaupt aus, Talent? Talent sagt eigentlich aus, wenn wir jetzt nicht groß darüber nachdenken, dass jemand einfach mit einer Fähigkeit geboren wurde. Und hier sage ich, das ist eine Illusion. Weil wenn wir uns wirklich mal die Weltklasse-Performer in irgendeinem Bereich anschauen, dann werden wir immer wieder eine Sache feststellen. Diese Leute, die sind alle dort, weil sie brutal viel dafür gemacht haben. Selbst ein Usain Bolt, der zwar die Genetik dafür hatte, Weltmeister zu werden, hat Tausende, Zehntausende von Stunden investiert, um dorthin zu kommen. Und genauso auch ein Mozart zum Beispiel. Glaubst du, Mozart hatte einfach Talent? Nein, der hatte einfach Glück, wenn man so sagen will, schon sehr früh das Ganze von seinen Eltern, von den Leuten um ihn herum beigebracht gekriegt zu haben. Weil als Kind, da hat man auf jeden Fall eine sehr gute Lernfähigkeit noch, diese Neuroplastizität, die uns leider im Alter, so ab 50 langsam aber sicher verloren geht, die haben wir, je jünger wir sind, auch noch sehr stark. Aber trotzdem muss jeder irgendwo mal anfangen und sich mit einem Thema auseinandersetzen. Und da finde ich Talent das falsche Wort, weil am Ende des Tages ist es das, was du in dir hast, was dich interessiert. Und das, was dich interessiert, und das kannst du dir auch nicht wünschen, du kannst dir nicht wünschen, was du willst. Du kannst zwar tun, was du willst, aber du wirst dir nie wünschen können, was du willst. Es gibt Sachen, die sind emotional, auf die hast du keinen Zugriff. Du kannst nicht einfach sagen, warum faszinieren mich Computer so krass? Ich will das nicht mehr. Wenn dich Computer faszinieren, dann kannst du sagen, ich habe ein Talent für Computer. Aber im Grunde genommen heißt es nur, dass du einfach sehr gerne an dem Computer arbeitest, dass du sehr gerne dich mit Zahlen beschäftigst, dass du wie ich sehr gerne ins Fitnessstudio gehst, um dich täglich ans Limit zu pushen. Du kannst jetzt sagen, ja, der hatte Talent, oder du kannst sehen, dass ich trotzdem 12 Jahre dafür ins Fitnessstudio gegangen bin. Und wenn ich 12 Jahre nicht ins Fitnessstudio gegangen wäre, dann würde ich nicht so aussehen. Und deswegen gibt es ja auch immer wieder diesen Spruch, Hard Work Beats Talent. Was heißt es? Dass jemand, der viel arbeitet, der investiert in sich, am Ende des Tages trotzdem mehr erreichen kann als die Person mit Talent. Natürlich gibt es immer in jeder Disziplin Leute, die Grundvoraussetzungen mitbringen, für die es einfacher wird. Aber das hat nichts damit zu tun, dass diese Leute trotzdem Arbeit reinstecken müssen. Das heißt, wenn du in einem Ort oder das Gefühl hast, du bist nicht talentiert, wäre das nicht noch fast mehr Grund, jetzt wirklich auch in dich zu investieren? Überleg dir es mal. Es ist am Ende des Tages nur eine Ausrede für andere Sachen, die du gerade in dir noch nicht entdeckt hast. Vielleicht hast du dich selbst noch nicht entdeckt. Du weißt noch gar nicht selbst, was dich fasziniert, was du gut kannst. Und das hat nichts mit mangelndem Talent zu tun. Ganz im Gegenteil, das hat damit zu tun, dass du wahrscheinlich den Noise da draußen einfach nicht runterkriegst. Du bist
immer da draußen am Suchen. Du suchst nach Lösungen im Außen, du suchst nach irgendwelchen neuen Ideen, nach irgendwelchen neuen Opportunities, gehst auf Instagram, bist den ganzen Tag in deinem Hamsterrad vielleicht auch gefangen. Natürlich Leute, die den ganzen Tag arbeiten müssen, die sozusagen ihre Zeit gegen Geld eintauschen, also die sich bestechen lassen. Oder Lohn kann zum Bestechungsgeld werden. Wenn du deinen Job nicht gerne machst, dann tust du eigentlich nichts anderes als deine Zeit verkaufen. Du lässt dich bestechen für ein bisschen Geld. Und das ist dort, wo du natürlich deine Talente nie finden wirst, wenn man so sagen will. Weil, wenn wir jetzt mal gucken, was ist Talent? Wie gesagt, Talent ist eigentlich das Interesse, was bereits in dir ist, was es dir ermöglicht, mit etwas, in etwas richtig gut zu werden, weil du gerne die Zeit investierst. Es ist sozusagen die Bereitschaft, hier deine 10.000 Stunden zu investieren. Das ist die Regel, 10.000 Stunden. Wer 10.000 Stunden in sich investiert, der wird Meisterschaft erreichen. Und ich garantiere dir, du kannst nicht 10.000 Stunden in etwas investieren, was dich nervt. Das geht nicht. Und deswegen ist es nicht das Talent, sondern die Bereitschaft, hart zu arbeiten. Dass du an einem Punkt bist, wo du sagst, schau mal, das ist zwar harte Arbeit, aber das ist die Bedingung, die es braucht, um dorthin zu kommen, wo ich will. Das heißt, das, was du willst, ist so stark, dass du drauf scheißt, wie hart es ist. Weil es macht dir Spaß. Es macht dir Spaß, in etwas hart zu arbeiten. Das heißt, du guckst mich vielleicht an und denkst, wie kann der Mischa 12 Jahre lang ins Fitnessstudio gehen und seinen Körper aufbauen? Oder jetzt auch die letzten Jahre, wenn ich Unternehmer betrachte, die Hunderte von Millionen Euros verdienen, die eine Company hochgezogen haben, die jetzt mittlerweile Milliarden wert ist. Da muss ich sagen, boah, krass, krass, wie der das macht. Das ist nicht ein Talent, sondern der hat einfach für sich etwas entdeckt, was ihn fasziniert, und daran hält er jetzt fest, daran gibt er alles. Und deswegen möchte ich dir einfach sagen, es geht hier nicht um Talent. Du hast ein Hirn und das kannst du mit Informationen speisen. Und wenn dir diese Informationen was bedeuten, wenn sie interessant für dich sind, dann wirst du damit auch etwas umsetzen können. Du wirst damit etwas in die Welt schaffen können. Deswegen warte nicht darauf, bis dir irgendjemand sagt, du hast Talent, sondern geh in dich. Oder? Du gehst selbstbestimmt in dich und guckst mal, was habe ich eigentlich als Kind immer schon gerne gemacht? Was fasziniert mich am meisten? Und wenn du das nicht hinkriegst, dann musst du dich auf jeden Fall mit dir selbst besser beschäftigen, dich selbst besser kennenlernen. Dafür habe ich auch das Chainless Mentoring ins Leben gerufen, wo wir Menschen helfen, ihr Talent zu finden, wenn man so will, ihre Passion zu finden, ihre Leidenschaft zu finden und damit dann auch Geld zu machen, sodass du nicht bis 65 deine Zeit gegen Geld eintauschen musst und dass du natürlich auch mit geilen Leuten zusammen diesen Weg gehen kannst. Das heißt, dass du ein gutes Netzwerk aufbaust, dass du ständig in Kontakt bist mit den richtigen Leuten, die dich herausfordern, die dich pushen in deinem Bereich. Und dass du natürlich auch das für dich machst, dass du nicht mehr die Bestätigung von außen brauchst. Weil wenn du immer nach außen guckst, sagen andere, das, was ich mache, ist richtig, dann kannst du auch dort dein Talent nicht fördern, weil du wirst immer wieder abgelenkt. Du wirst immer wieder das Shiny Object Syndrome sehen. Irgendjemand sagt dir wieder, mach lieber das und du hörst nicht auf dich. Das heißt, das sind die Sachen, die ich den Leuten beibringen möchte. Selbstbestimmt ihrer Vision nachzugehen. Und genau deswegen gibt es The Chain is Life. Deswegen, wenn dich das interessiert, bewirb dich unten auf dem Link bei uns. Du kannst das alles durchlesen und dann direkt mit uns in Kontakt treten. Wir werden dich anrufen, checks ab. Das Ganze ist 100% kostenlos. Das heißt, du kriegst ein Erstgespräch. Wir werden dein Talent analysieren. Wir werden mal gucken, wo bist du gerade. Und das könnte für dich auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant werden. Und jetzt nochmal abschließend, ich will nochmal sagen, lass dich einfach nicht von den ganzen Leuten so ablenken, oder? Egal ob Mozart, egal ob Jeff Bezos, sie alle haben die Arbeit reingesteckt. Und nicht, weil sie Talent haben, sondern weil sie es wollten. Und du kannst, wie gesagt, nichts erzwingen. Das heißt, lass dich nicht von deinem Verstand veräppeln, lass dich nicht von deinem Ego limitieren, weil dein Ego hat ganz andere Pläne. Das Ego will eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Das Ego ist nicht daran interessiert, dass du glücklich und erfolgreich wirst. Dein Verstand will nur, dass du überlebst. Das ist das Einzige, was dein Verstand will. Und wenn du deinen Verstand benutzen willst und dich nicht von deinem Verstand benutzen lassen willst, dann musst du jetzt dir eingestehen, okay, Talent ist ein Mythos, ich habe es verstanden, Mischa, danke dafür. Und jetzt kreiere ich mein Leben. Denn am Ende des Tages sind wir alle eine leere Seite, die nur darauf wartet, beschrieben zu werden. That's it. Besten Dank und bis zum nächsten Video. Dein Mischa. Peace out.